Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wenn ihr wissen wollt, wie man sich so eine coole 230 Volt Powerbank selber bauen kann, dann bleibt dran, denn das erkläre ich in diesem Video. Und zwar auf die Idee bin ich gekommen, nachdem ich nach einer Powerbank gesucht habe, mit der ich Lötstationen und alles mögliche unterwegs betreiben kann. Dann habe ich diesen Artikel hier gefunden. Die hat hier eine Steckdose, eine 12 Volt Steckdose, ein paar USB-Anschlüsse und noch eine Anzeige für Ladezustand. Ich wollte lieber Spannung haben und dann habe ich den Preis gesehen, 340 Euro plus 3 Euro Versand. Das finde ich halt extrem teuer. 300 Watt kann der hier an der Steckdose rausgeben. Hier wird mit einer riesengroßen Kapazität geworben, 90 Amperestunden, aber dann nur 333 Wattstunden. Genau, dann habe ich hier einmal die Artikelbeschreibung dazu. Genau, man kann sehen, da ist noch eine LED-Lampe drin und dann die Steckdose kann 300 Watt Dauerbelastbarkeit, reine Sinuswelle für Kleingeräte halt. So, dann hat das Ding noch einen 12-Volt-Ausgang. Ja, ist vielleicht für eine Kühlbox oder sowas nützlich. Ein Wasserkocher wird man hier mit den 15 Ampere nicht betreiben können. Genau, einmal den Zigarettenanzünder hat das Ding. Also die ganz normale, die man aus dem Auto auch kennt. Zwei USB-Quick-Charge-Anschlüsse zum Handyladen. So, genau, der Inverter, 300 Watt reine Sinuswelle. Lithium-Ionen-Akku, 90 Amperestunden. Den kann man dann bei 12 Volt, also aus dem Auto, oder 230 Volt aus der Steckdose aufladen oder mit dem Solarpanel. Ja, jetzt gucken wir, warum hier mit 90 Amperestunden geworben wird. Und zwar muss man einmal gucken, hier haben wir die Kapazität angegeben. Und damit können wir jetzt die Akkuspannung errechnen. Dafür müssen wir einfach nur einmal die Wattstunden, also die Energie, die da drin ist, also die 333, durch unsere Kapazität teilen, geteilt durch die 90 Amperestunden, 3,7 Volt. Das heißt, das sind Lithium-Ionen, wahrscheinlich 18650er Zellen oder ähnliche Zellen, die einfach parallel sind. Also die Spannung, die das Ding hat, sind 3,7 Volt. Also wenn man jetzt von 3,7 auf 5 Volt hochwandeln will, hat man Verluste, ziemlich große Verluste. 3,7 Volt auf 12 Volt, die Verluste werden noch größer, weil viel mehr Strom fließt. Und 3,7 Volt auf 230 Volt für die 300 Watt, die man hier ziehen kann, da braucht man fast 80 Ampere. Das sind sehr, sehr große Wandlerverluste, die man da hat. Das heißt, die Effizienz von dem Ding ist nicht so gut. Ja, und jetzt zeige ich euch das Ding hier. Das ist deutlich günstiger, deutlich einfacher zu bauen und man kann Funktionen hinzufügen, die man braucht. Genau, wir haben hier zwei Steckdosen, Belastbarkeit sind 1000 Watt. Dann hätten wir hier einen Anschluss für das Solarmodul. Da kann man sich dieses Kabel hier nehmen. Das ist ein XT60-Stecker auf zweimal die Solarstecker. So, das Ding hat auch Rollen, also das muss man nicht tragen, das andere muss man tragen. Das Ding hat hier auch einen Tragegriff, der Deckel ist mit Magneten dran. So, hier hätten wir genau, einmal ein Ladekabel, dass man das Ding auch von der Steckdose laden kann. Und man kann es auch, wenn man sich ein Adapterkabel dann baut, kann man es im Auto aufladen. Genau, und hier sehen wir einmal den, ich mache mal die Klappe auf. So, da ist ein 12 Volt Anschluss, Zigarettenanzünder und hier sind USB-Buchsen drunter. Ich zoome mal ein bisschen rein. So, da kann man es sehen, da ist der 12 Volt Anschluss. Hier sind die USB-Buchsen und eine Spannungsanzeige gleich drin. Und hier kann man dann vom Netzteil laden, der vorne ist für Solar. Ja, ich würde sagen, achso, hier ist noch der Knopf zum Ein- und Ausschalten. Genau, da ist noch ein bisschen Elektronik drin. So, ich kann den gedrückt halten, dann geht die Kiste an. Kann den nochmal gedrückt halten, dann geht die Kiste aus. Da ist noch ein bisschen, genau, noch was dahinter, also der Knopf. Der ist einmal ein Bedienelement und das, was man dann noch hat, ist Akkuüberwachung und sowas, dass das Ganze sicherer wird. Genau, zum Inhalt, der da drin ist, ich kann mal eben den Deckel abmachen. So, sieht erstmal viel aus. Laderegler, Inverter, ist ein reiner Sinuswelle-Inverter. Hinten ist Ladeelektronik für Netzanschluss und das die Mikroelektronik für den Taster. Wenn ich einen Taster drücke, piepst der Inverter und wir hätten hier eine Spannung, das kann ich euch auch einmal zeigen, indem ich jetzt mal mein Labornetzteil nehme. So, hier seht ihr das Labornetzteil, ich stecke es mal eben aus. So, da ist der Stecker davon, ich lege es mal eben da drauf, also das ist das Kabel. So, und ich stecke es mal hier ein.
Und da geht's. Ich steck's mal aus. So, das ist, ja, das ist die Kiste. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt den Bauprozess, wie man das Ding zusammenbaut. Hier könnt ihr jetzt die Energiequelle sehen, die ich verwenden wollte. Das ist eine Autobatterie mit 45 Amperestunden, also etwa 540 Wattstunden. Das reicht aus, um Geräte damit mobil betreiben zu können. Und man kann es vielleicht auch als USV verwenden. Da die Batterie ziemlich schwer ist, habe ich jetzt so einen Halter dafür gebaut, wo man die Batterie dann draufstellen kann, damit die nicht den Boden abreißt, sobald man die hochhebt. So, dass das Ganze auch noch ein bisschen schöner aussieht, jetzt ein bisschen Farbe drauf. Hier habe ich jetzt mal die Unterseite erstmal ein bisschen abgeschliffen und dann mit der schwarzen Farbe lackiert. Und das Gleiche mache ich jetzt auch von der Vorderseite erstmal ein bisschen abschleifen und dann auch gleich mal lackieren. So, jetzt kann man hier einmal die frische Farbe sehen und hier ist es schon trocken. Als nächstes bin ich dann in den Baumarkt gefahren und habe mir beim Holzzuschnitt die MDF-Platten passend zuschneiden lassen. Die braucht man dann für den Boden, den Deckel und die vier Seiten und den Zwischenboden. Da kann man dann gucken, muss man gucken, welche Größe von der Batterie man nimmt und wie hoch das Ganze sein soll. Ich habe jetzt als Höhe 35 cm genommen und die Innenfläche sind 20 x 23 cm. Jetzt muss man natürlich noch gucken, wie stark sind die MDF-Platten. Ich habe 1,2 cm MDF-Platten genommen und dann kann man sich ausrechnen, wie groß die Außenfläche sein soll. Als nächstes geht man dann in die Elektroabteilung im Baumarkt und guckt, dass man da zwei Einbausteckdosen kriegt. Ich glaube, die Dinger heißen CEE-Steckdosen und das sind die kleinen blauen mit diesem Deckel in IP54, dass man das Ding ein bisschen gegen Staub schützen kann. Genau, und dann braucht man noch einen Stecker. Da habe ich so einen flachen abgewickelten genommen. Da könnt ihr natürlich einen nehmen, den ihr schön findet und der da reinpasst. Des Weiteren braucht ihr natürlich auch noch die Schrauben und ein Kabel. Ich habe hier 2x075er genommen und für die Batterie habe ich 6 Quadratkabel genommen. Und genau, die Schrauben, die sind dann, um den Gurt zu befestigen. Den Gurt braucht ihr auch noch. Da könnt ihr euch einen aussuchen, der am besten passt. Ich habe einen halben Meter von so einem Polyestergurt genommen. Der müsste 42 mm breit sein. Den findet man da. So, das ist jetzt das MDF-Holz, was ich mir zuschneiden lassen habe. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Jetzt kommt hier auf die Kanten noch Leim drauf. Da ist er, so ein Holzleim. Und dann wird das verschraubt. So, einmal Leim an den Kanten. Und jetzt kommt der Deckel drauf, der Boden drauf. Und dann wird das einmal zusammengeschraubt und dann angemalt. Zum Anmalen könnt ihr jede Farbe nehmen, die ihr haben wollt. Also ich nehme jetzt weiß, da ich weiß noch da habe. So, ich habe jetzt hier einmal die Farbe und das Ganze wird mit dem Pinsel dann gleich angemalt. Nachdem die Kiste dann von fast allen Seiten angemalt war, habe ich die dann erstmal trocknen lassen. Das ist bei sonnigem Wetter so in etwa einer Stunde so trocken, dass man damit weiterarbeiten kann. Genau, dann kann man die Kanten noch ein bisschen schön abschleifen und dann auch den Boden anstreichen und später mache ich dann noch das Rollbrett, was da drunter kommt. Das ist auch noch aus einem Stück MDF-Holz. Den Zwischenboden, den muss man nicht lackieren. Kann man machen, muss man nicht. Hier kann man jetzt das Gestell sehen, was ich ja vorher vorbereitet habe. Das passt da so gut rein, also die Maße stimmen, dass man das jetzt nur noch schön festschrauben kann. Dafür werden dann einmal Löcher durch die MDF-Platten und durch das Blech oder durch den Flachstahl gebohrt, sodass man das schön verschrauben kann und da dann den Tragegurt dran machen. Hier kann man jetzt einmal die Schrauben sehen. Die sind ein bisschen zu lang, das heißt, die werden einmal eben kurz noch abgeschnitten, sodass es dann keine Probleme mit der Elektronik oben gibt. Hier könnt ihr einmal die Schrauben sehen, nachdem ich die abgeschnitten habe. Da ist etwa ein halber Zentimeter abgeschnitten worden. Dann braucht ihr noch 4 Unterlegscheiben und 2 Muttern. Und dann kann man das Ganze auch schon zusammenbauen. Als nächstes kommt die Elektrik da drin. Dafür nehmen wir die 2 Steckdosen, den Stecker und 2 Vago-Klemmen. Und dann brauchen wir noch ein Stückchen Kabel, damit das Ganze passt. So, da kann man das jetzt sehen. Wir gehen einmal mit dem Kabel vom Stecker da rein und da wird es dann verteilt auf die beiden Steckdosen, die jetzt hier dran kommen. Genau, im Stecker schaut das einmal so aus. Wir hätten einmal die Phase und den Neutralleiter. Den Schutzleiter können wir freilassen, da der Wechselrichter keinen Schutzleiter hat. Und es kann auch kein Fehlerstrom fließen.
da wir den Wechselrichter nicht geerdet haben und deswegen brauchen wir die Erde nicht. Genau, was jetzt noch zu beachten ist, und zwar das Kabel sollte man dann später nicht mehr für normale Netzanwendungen verwenden, da wir keinen Schutzleiter haben. Steckdosen und Stecker aber einen Schutzkontakt haben, das heißt, wir kriegen da einen Stecker auch rein, der einen Schutzkontakt hat. Hier kann man einmal den Zwischenboden sehen mit den Auskerbungen. Hier kann man das jetzt einmal mit dem Griff, also dem Gurt als Griff sehen. Und der ist dann außen zwischen den beiden, also zwischen den beiden Muttern mit den Löchern für die Schraube. Die Löcher kann man am besten da reinmachen, indem man eben eine normale Holzschraube nimmt oder einen Nagel, den Kopf mit dem Gasbrenner erwärmt und dann ein Loch in den Strick reinbrennt. So franzt es nicht aus und man hat halt nicht das Problem, dass der Strick sich am Ende auflöst. Hier könnt ihr einmal die Batterie sehen, welche jetzt schon da drin ist. Genau, die beiden Kappen, die kommen dann später ab, wenn die Kabel da dran kommen und der Zwischenboden kommt da gleich drauf. So sieht das aus, wo der Zwischenboden da drauf ist. Unten rechts ist ein kleines Loch, wo die Kabel durchgeführt werden können und die Ausschnitte für die Halterungen passen. Hier kann man jetzt einmal den Wechselrichter sehen. Das ist ein 1000 Watt Pure Sine Wave Inverter, der da reinkommt für 12 Volt. Und der passt da ziemlich gut rein. Die Kabel werden gleich noch ausgetauscht gegen die, die zur Batterie gehen, also übers Relais zur Batterie. Jetzt werden nur noch die Löcher rausgeschnitten, dafür nehme ich eine Lochkranzsäge, mit der man dann schön die passenden Löcher für die Steckdosen rausschneiden kann. Da kommt noch eine Blende drüber, das heißt die Löcher sind ein bisschen größer und werden dann gleich noch verbunden. Also zwischen den beiden Löchern, das Stück wird mit der Stichsäge rausgeschnitten. Hier kann man jetzt einmal die Blende sehen, das ist ein Stück Multiplexplatte in den Abmessungen 20x10 cm, wo dann die Steckdosen und die kleinen Stecker und der Taster drauf kommen. Das gibt es für die Vorder- und die Rückseite, also zwei von diesen Stücken braucht man. Hier kann man jetzt einmal die beiden Löcher sehen, die dann verbunden werden, sodass die Blende mit den Steckdosen und den kleinen Tastern da besser drüber passt und man die Sachen einfacher verkabeln kann. Hier kann man jetzt einmal beide von diesen Steckdosen sehen, den Taster mit dem grünen LED-Leuchtring und den XD60-Stecker, die sind eingeklebt. Und so sieht das Ganze dann später aus, wenn es fest verleimt und verschraubt ist. Jetzt ist hier noch die 12-Volt-Steckdose und die USB-Steckdose angekommen. Die sind zum Reinschrauben einfach nur. Und so schaut das Ganze aus. Wir hatten einmal links die 12-Volt-Steckdose, rechts die USB-Steckdose mit Qualcomm Quick Charge 3.0. Zwei USB-Ports hat die und in der Mitte das Voltmeter. Verkabelt wird das Ganze so, dass man Minus und Plus bei beiden Steckdosen einfach parallel hat. Der Minusanschluss geht dann direkt zum Minusanschluss der Batterie und der Plusanschluss geht über eine Sicherung zu einem Relais, womit das Ganze dann an- und ausgeschaltet werden kann. Und so schaut das Ganze aus, wenn die beiden Löcher reingeschnitten sind und verbunden, ein bisschen schön glatt geschliffen und man sieht innen drin jetzt den Halter und im Hintergrund die Elektronik, die Batterie, den Wechselrichter. Das kommt gleich einfach nur noch reingesetzt, der Zwischenboden drauf. Hier kann man den verwendeten Solarladeregler sehen, mit den Anschlüssen für Solar, Batterie und Ausgang und zwei USB-Ports. Das ist die verwendete Mikroelektronik, welche selbst gebaut wurde. Zu sehen ist einmal ziemlich mittig ein Mikrocontroller, der eigentlich die meisten Aufgaben erledigt. Der tut über den Analog-Digital-Wandler die Akkuspannung messen und mit Werten in der Software vergleichen. Und dann schaltet er, je nachdem, ob jetzt der Akku zu tief entladen ist, die Verbraucher ab. Der Taster kann abgefragt werden und ist mit dieser Schraubklemme ziemlich unten rechts im Bild angeschlossen. Links sieht man die drei Transistoren, die beiden größeren Transistoren. Die sind für die Relais da, der kleine Transistor für die Lampe beim Taster. Hier kann man das Rollbrett sehen, welches ich dafür gebaut habe. Die Rollen gibt es im Action als Viererpackung für 1,50 Euro, also ziemlich günstig. Hinten sind zwei nicht bewegliche Rollen, also die drehen sich nicht in 360 Grad. Und vorne sind zwei Lenkrollen, die bewegen sich dann, sodass man damit die Richtung lenken kann. Genau, die sind mit jeweils zwei Schrauben festgemacht. Die Schrauben sind ein bisschen zu lang, was gleich zu einem kleinen Problem führt. Hier kann man jetzt die Oberseite davon sehen. Das kleine Problem war, die Schrauben waren zu lang und nach dem Abschleifen kann man die Schleifstellen sehen. Das kann man aber gleich reparieren und dann muss man da nur noch einmal drüber streichen, dann sollte man das nicht mehr sehen können. Ja, als Spachtelmasse verwende ich dieses Zeug hier. Da kann man dann einmal aus dieser kleinen Tube den Härter dazu tun und dann ist es eigentlich in 20 Minuten so weit, dass man es schleifen kann. Hier kann man jetzt einmal wieder das Rollbrett sehen. Nach dem Abschleifen und Überlackieren sieht man da jetzt keine Schrauben, die mehr durchgucken und auch keine Schleifspuren.
Genau, und das ist die fertige Powerbox. Ich bedanke mich dann mal fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr das Ganze gerne abonnieren, ist kostenlos. Und die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr sogar eine Benachrichtigung, wenn es ein neues Video gibt. Genau, und ich würde sagen, wir testen das Ding jetzt noch einmal, wie das mit dem Aufladen klappt. Hier hätten wir jetzt unsere Powerstation und jetzt kommt der Ladetest. Hier hätte ich einmal unser Netzkabel, mit dem wir es aufladen können. Hier hätte ich eine Stromzange, mit der wir den Ladestrom messen können. So, und genau, ich würde sagen, ich klemme jetzt hier einmal mein Netzkabel an. So, Netzkabel steckt drin. Und jetzt sehen wir hier, leuchtet das kleine Lämpchen grün auf. Jetzt können wir hier mit dem XT60-Anschluss auf der Rückseite... So, hier ist unser XT60-Stecker. Der geht hier bei unserer Ladebox auf die Rückseite. Da könnt ihr sehen, da ist der XT60-Port. Der ist jetzt hier drin. Und jetzt können wir den Ladestrom einmal messen. Genau, der Ladestrom lässt sich hier messen an der Sicherung. Ich gucke gerade, wo sie ist. Da ist sie. So, vorher nochmal auf Zero. So, das Kabel umschließen. Und wir sehen hier jetzt, ich weiß nicht, könnt ihr es gerade sehen? Jetzt hole ich euch da näher dran. So, da kann man den Ladestrom sehen. 3,7 Ampere, die jetzt in den Akku geladen werden. Und die Akkuspannung steigt jetzt natürlich auch. Wir hätten jetzt im Moment schon 13 Volt erreicht. Und gleich müssten wir auch 13,1 Volt erreicht haben. Und der würde den Akku auf 14,4 Volt aufladen. Dann ist er voll und der würde das Laden abschalten. Wenn er voll ist und der würde es auch signalisieren. Dafür ist nämlich die Elektronik hier in dieser Box zuständig. Ich zeige es noch einmal. Da, die weiße Kiste hier. Da geht unser XT60 vom Laptop-Netzteil rein. Und da ist die Ladeelektronik drin, die dann das Laden vom Netz überwacht. Die kann ich auch nochmal vorstellen in einem anderen Video, wie man die basteln kann.